das Süßigkeiten-Spezial Nummer 2 an. Woo! Als erstes fange ich mit einem Schokoriegel an. Der heißt Champ. Ich probiere ihn mal. So sieht der aus. Und der riecht auch sehr lecker. Und jetzt probiere ich ihn mal. Der schmeckt wirklich sehr lecker und sehr schokoladig. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen Karamell drin. Und der schmeckt und riecht wirklich sehr gut. Ich probiere jetzt Milky Bar von der Marke Nestle. Und ich bin gespannt, wie es schmecken und riechen wird. So sehen die aus. Und die sehen wieder so aus wie die Knöpfe. Und jetzt probiere ich es. Das riecht nach weißer Schokolade und es schmeckt auch genauso. So lecker, ihr müsst es auch mal unbedingt essen. So lecker schmeckt es und ich werde noch mehr davon essen. Ich probiere jetzt das hier, das sind Cookies von M&M's und ich liebe M&M's so sehr, aber ich habe noch nie Cookies von M&M's gegessen und das werde ich jetzt sofort probieren. Leute, die sehen so lecker aus. So lecker, ich liebe M&M's und jetzt werde ich es probieren. Einfach nur so lecker. Das schmeckt richtig nach M&M's. Das ist so lecker. Ihr müsst die unbedingt mal probieren, das sage ich euch. Die sind so lecker. M&M's, wie ich die kenne, sind schon so lecker, aber Cookies, die sind richtig lecker. Das hier sind Karamell Shortcakes und ich habe von meinen schottischen Leuten gehört, dass sie richtig lecker wären und deswegen wollte ich die schon immer mal probieren und habe sie gekauft. Deswegen probiere ich sie jetzt auf jeden Fall. Die sind so beliebt hier in Schottland. So sehen die aus, genauso wie auf der Verpackung. Und ich bin gespannt, ob die wirklich so schmecken, wie meine Freunde es mir gesagt haben. Die schmecken genauso, wie die es mir erzählt haben. So lecker. Das ist so lecker. Ich liebe sie. Unten ist Biskuit. In der Mitte ist Karamell und oben ist Schokolade. Leute, das ist so lecker, sehr süß, aber so lecker. Ich werde es jetzt ganz oft essen, jeden Tag. So lecker und ich werde es auch meinen Freunden erzählen. Ich werde jetzt das hier probieren, das sind Jelly Beans, die heißen Wham Bams. Und ich bin einfach mal gespannt, wie die schmecken werden. Das hier ist eine von denen. Und jetzt werde ich sie probieren. Das ist wirklich sehr sauer. Aber es schmeckt trotzdem nicht so schlecht. Trotzdem sehr sauer. Schluss jetzt mit den Süßigkeiten. Jetzt kommt Knabberzeug dran. Chips von Wolkers. Es gibt insgesamt 4 Sorten von Wolkers. Die ich euch eben gezeigt habe, heißt Roast Chicken. Die zweite heißt Smoky Bacon. Die dritte heißt Cheese and Onion. Und das vierte heißt Beef and Onion. Ich probiere jetzt alle 4 Sorten aus. Gewonnen hat Roast Chicken. Das ist so lecker. Ich werde heute Abend noch davon was essen. Wenn ihr hier in Großbritannien seid, kauft es euch sofort. Es ist so lecker und ich finde, das schmeckt am besten von allen 4 Sorten. So lecker. Und fertig ist das Süßigkeiten-Spezial. So, jetzt sind alle Süßigkeiten weg. Ich habe alle weggeputzt. Und das war's mit meinem Süßigkeiten-Spezial. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Schaltet bitte noch die Glocke ein. Über einen Kommentar würde ich mich auch sehr freuen.
Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Lena.